Aktuell dreht sich ja alles um den neuen LEGO Technik 42131 Cat DFD Bulldozer und weil der vielen verständlicherweise einfach zu teuer ist, auch mit Rabatten, ist man nun auf der Suche nach guten und günstigen Alternativen. Genau so eine gute und günstige Alternative möchte ich euch heute in diesem Review hier vorstellen und damit auch hallo und ein herzliches Servus, ich bin der Luca von Brickabrack und heute geht es hier um mein erstes Set von Happy Build. Und zwar um die YC22011, den Dozer von Happy Build mit 1866 Teilen, komplett ferngesteuert. Was alles an Elektronik drin ist, das schauen wir uns natürlich gleich an. Das Set ist sogar offiziell hier mit Lizenz des Mockers ShineU, heißt der nämlich. Also auch das hat Hand und Fuß. Und ich denke, der Preis ist knapp 160 Euro für 1900 Teile und komplett ferngesteuert. Also ich würde sagen, das bietet sich rein von den harten Fakten schon mal ganz gut als Alternative zum neuen LEGO Technik Bulldozer an und was das gute Stück jetzt im Detail drauf hat und ob es auch Schwächen gibt, Spoiler, ja die gibt es, das schauen wir uns jetzt hier im Review auch gleich mal an. Ich möchte anführen, das Set ist mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden, vielen lieben Dank dafür. Natürlich alles, was ich hier zu diesem Modell sage, ist und bleibt meine eigene Meinung, die bilde ich mir selbst, keine Sorge, darauf könnt ihr euch verlassen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Ich habe es ja eigentlich gerade weggestellt, ich bräuchte es ja nochmal, und zwar die Verpackung, mal ganz kurz nur von der Rückseite, das ist die hier. Alles Weitere, das schauen wir uns natürlich gleich mal an. Innen drin sind noch zwei braune Umkartons, A und B. Das Ganze ist übrigens auch in 5 Tütengruppen nummeriert, wenn wir gerade mal über den Aufbau reden. Und das ist wunderbar auch mit der Anleitung beschrieben, wie das mit den Tüten und so weiter funktioniert. Schauen wir uns mal die Anleitung an. Das ist die hier. Wenn ich die mal aufklappe, dann sehen wir hier die erste Seite. Also zuerst geht es um die Motorelemente, wie die alle zusammengesteckt werden und da gibt es hier eine Übersichtsseite. Insgesamt haben wir 5 L-Motoren und nochmal 2 M-Motoren dabei, sowie 2 Akkuboxen, keine Batterieboxen, Akkuboxen und nochmal eine haptische Fernbedienung. Das ist die hier, mit der steuert man das ganze Teil. Die hat 4 Kanäle, läuft über 2,4 GHz Funk und damit schaltet man die Kanäle an Batterieboxen dann auch durch. Beziehungsweise läuft das hier über diesen Hebel hier in der Mitte, kann man die 4 Kanäle durchschalten. Und hier, das ist ganz wichtig, das habe ich nämlich im Stream übersehen, danke an alle, die mir da geholfen haben. Muss man hier bei einer Batteriebox länger auf den Ein-Aus-Knopf drücken, dann switcht das Licht von grün zu blau oder respektive andersrum. Denn sonst, wenn beide grün bleiben, schaltet man auf der Fernbedienung immer nur zwischen den Kanälen 1 und 2 weiter und man kommt nie auf 3 und 4. Deshalb eine mal länger gedrückt halten und dann klappt das auch. Insgesamt, die Anleitung ist für 1900 Teile relativ dünn, denn hier passiert auch wirklich viel. Und das ist jetzt mal eine Seite, die ich wahllos genommen habe. Hier tut sich sogar relativ wenig im Vergleich zu den anderen Seiten. Also da geht schon ordentlich was vorwärts auf den einzelnen Seiten. Zum Schluss haben wir kurz einen Funktionstest und nochmal ein Bild des Modells. Wir haben keine Teileliste dabei, das finde ich schade. Und was wir sonst noch haben, was ich allerdings wieder praktisch finde, das seht ihr hier ganz gut bei den Ketten. Die Ketten sind schwarz gedruckt und zwar in einem kräftigen Schwarz. Der Rest ist so ein bisschen, ja, verblasst. Das ist grundsätzlich bei den Bauabschnitten, das zieht sich so durch, das habt ihr ja früher auch gerade gesehen, dass immer das, was neu hinzukommt, auch wirklich mit einem hohen Kontrastgehalt abgedruckt wird und der Rest eher so ein bisschen verblasst. Ansonsten, das ist die Anleitung, gibt eigentlich keine Rätsel auf, Bauen hat auch Spaß gemacht, zur Teilequalität und so komme ich gleich. Das ist der Aufkleber, finde ich auch cool, dass der Mocker hier auf dem Aufkleberbogen verewigt wird. Ich habe sie jetzt trotzdem nicht aufgeklebt, da die Sticker über mehrere Teile drüber gehen. Und das mag ich einfach nicht. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich habe es jetzt nicht aufgeklebt. Was ich ebenfalls nur teilweise aufgeklebt habe, das sind hier die Aufkleber für die einzelnen Motoren. Da habe ich wirklich nur die kleinen Sticker auf die Schalter aufgeklebt. Das hat eigentlich im Großen und Ganzen gereicht. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Set mal an und ich messe es mal aus. Haralds Messlatte kommt zum Einsatz und sagt uns, dass das Set 47 cm lang in der jetzigen Position, 23 cm hoch, ne, Teil festdrücken und nochmal ja, von
Schaufel zu Schaufel, also von der einen Seite der Schaufel zur anderen, nochmal 29 cm. Also die 30 knacken wir fast. Insgesamt, das Modell ist nicht klein. Sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Also das ist schon relativ ein großes Gerät. Ich greife mal rüber hier zum 42099 von Lego Technik, damit ihr mal einen etwaigen Größenvergleich habt. Der ist natürlich kompakter. Hier viel Luft unten drunter, keine Sorge. Hier natürlich auch beim Schild, aber der ist insgesamt kompakter und auch kleinteiliger gebaut. Und zwar warum? Ich gebe den hier mal wieder aus dem Bild raus. Hier, das seht ihr auch schon ganz gut, man hat, oder der Mocker hat quasi Techniksteine und Systemsteine miteinander verbunden beim Bau und es ist wirklich so gelöst, dass das Ganze auch zusammenpasst. Innen drin ist eine gute Technik-Rahmenkonstruktion, damit es stabil wird und dann obendrauf kommen dann die ganzen einzelnen Abschnitte wie hier die Fahrerkabine, die Motorhaube etc. Auch das Schild ist komplett Brick-Built. Und man spart bei den Teilen echt nicht. Also da wird reingehauen, was geht. Das finde ich cool. Das zeigt sich natürlich immer wieder mal bei Mocks. Also das komplette Schild ist Brick-Built. Und wenn wir gerade mal über die Steine reden, wie ist denn so die Teilequalität? Im Großen und Ganzen bin ich damit sehr zufrieden. Die Steine stammen von GoBricks, soweit ich weiß. Also Mold King und Happy Build nutzen GoBricks-Steine. Das heißt, auch die Klemmkraft ist wirklich gut. Oftmals sogar so gut, dass man danach was nicht mehr auseinanderkriegt. Also Systemsteine, GoBricks erinnern mich irgendwie schon fast an Kobe von der Klemmkraft her. Und ihr seht es auch, ich kann hier einfach nur an der Motorhaube mit zwei Fingern das ganze Teil hochheben. Und das ist echt nicht leicht. Vor allem hängt es auch hier nur an ein paar Noppen außen rum. Also es ist nicht die ganze Fläche oben, ich kipp's mal ganz kurz. Es ist nicht die ganze Fläche hier irgendwie durch Noppen verbunden. Es sind hier vorne ein paar, hier ein paar. Und die Linie hier hinten, damit hält das. Ich würde es jetzt nicht so die ganze Zeit durch die Gegend tragen, irgendwann kann es sich mal lockern, aber es klappt eigentlich im Großen und Ganzen. Was die Teilequalität angeht, es hat auch nichts gefehlt, es war alles vollständig. Ich hatte sogar einige Teile über noch, das seht ihr hier. Wie gesagt, hier auch fünf große Tütengruppen waren es insgesamt, jeweils mit 3 bis 5 Tüten pro Gruppe. Gefehlt hat also nichts. Aber ich habe mit ein paar Teilen ein Qualitätsproblem. Und zwar, das seht ihr jetzt hier hinten. Ich blende euch auch gleich nochmal ein bisschen was ein. Aber das dürfte die Kamera, ich hoffe, sie fängt es ein. Ihr seht hier auf diesem gelben Stein innen drin einen schwarzen Kratzer. Ich blende euch auch hier und da noch ein bisschen was ein. Und zwar ist es so, dadurch, dass Happy Build die Teile nach Bauabschnitten ordnet, was ja eigentlich gut ist, was die alternativen Hersteller früher kaum gemacht haben, jetzt Gott sei Dank immer mehr tun. Das ist hier leider ein Nachteil und zwar bekommen die gelben Teile, vor allem die Fliesen, durch die schwarzen Teile extrem gruselige schwarze Kratzer rauf. Leider sieht man auch vorne am Schild, wenn ich es mal genau in die Kamera halte. Ich habe es versucht mit einem Radiergummi wegzuradieren, das funktioniert so lala, da je nach Radiergummi wieder sich Schlieren bilden auf den Teilen. Das ist halt wirklich kontraproduktiv. Es gab allerdings auch eine Tüte dabei, da waren fast nur gelbe Teile, da war so gut wie gar nichts zerkratzt. Also es ist wirklich so, die Teile verlassen die Fabrik in einem guten Zustand und hier kommen sie dann mit Kratzern an. Das ist einfach schade, das sollten sie, zumindest was dieses Set hier angeht, definitiv noch optimieren. Ansonsten Teilequalität, extrem gute Klemmkraft. Ich habe Angst, das Ding jemals auseinandernehmen zu müssen, denn das sitzt bombenfest, schon fast zu gut. Aber andererseits wäre hier vorne auch die Konstruktion beim Schild nicht möglich, denn das ganze Schild sitzt hier insgesamt hier auf 4 Noppen, hier bei diesem großen Aktuator auf 2, hier bei dem großen Aktuator auf 2 und nochmal hier auf 4 Noppen. Das heißt, das ganze Ding sitzt auf insgesamt 12 Noppen, dieses Riesenschild. Und man kann sich vorstellen, wie das aussehen würde, wenn die Klemmkraft nicht gut wäre. Das ist nämlich nicht durch Liftarme gegengesichert, das sind nur Noppen auf Noppen oder halt auf Noppengegenstücke, besser gesagt. Das ist das erste Qualitätsthema mit den Kratzern. Das zweite habe ich hier hinten mit diesem Aktuator. Es wackelt auch schon ein bisschen. Wenn ich euch das gleich dann im Funktionstest zeige, zeige ich euch auch gleich, was ich damit meine. Zuallererst mal kurz, jetzt habe ich so lange über die Teile gesprochen, jetzt müssen wir doch mal uns das Modell mit Teil anschauen. Schöne Details hier bei dem Schild vorne natürlich.
Hier haben wir die mittleren Aktuatoren, auch hier nochmal zwei mittlere Aktuatoren. Insgesamt sind von den großen Aktuatoren 4 Stück und von den kleinen hinten 3 Stück enthalten. Auch hier ganz nett, kannte ich in der Farbe noch nicht, und zwar dieses Teil hier oben in hellgrau, sonst ist es ja immer in dunkelgrau, passend zum Aktuator. Dann haben wir hinten diesen Heckaufreißer, wir haben die großen Kettenelemente, allerdings nicht die vom neuen Cat Bulldozer von Lego, sondern natürlich noch die Standard, die alten, die wir kennen. Dann drehe ich das Ganze auch mal kurz rum. Ihr seht unten runter beide Akkuboxen, die sind reingeklemmt und durch einen Liftarm gesichert. Das funktioniert ganz gut. Und jetzt schalte ich die auch einmal ein, in der Hoffnung, ohne dass ich oben was vom Geländer abreiße. Dann blinkt es hier einmal grün und hier einmal blau. Könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Und hier etwas, ja, das kann jetzt nur bei diesem Modell so sein. Das ist vorne ein Teil, das die Schaufel hält, das Schild hält natürlich. Und das ist hier sehr wackelig, das ja, seht ihr vorne, allerdings nur auf einer Seite. Ja, also die Seite sitzt gut bombenfest, sollte ich nicht sagen. In dem Moment habe ich es runtergerissen. Ich gebe es jetzt auch nicht mehr rauf, weil das fliegt mir die ganze Zeit runter. Ich weiß natürlich nicht, ob das immer so ist oder ob das jetzt nur bei meinem Exemplar der Fall ist. Dann haben wir hier die 2,4 GHz Kanalfernsteuerung von Happy Build. Wenn man hier jetzt was umkehren möchte, also die Laufrichtung der Motoren, hat man keinen Schalter. Man dreht einfach hier das ganze Teil um 180 Grad. Funktioniert übrigens auch super, wenn man damit ein Automodell oder so fernsteuern möchte. Dann kann ich hier einfach prima dann das auf die Seite drehen um 90 Grad. So, und jetzt fahren wir mal damit. Hier haben wir beziehungsweise zuerst den Heckaufreißer. Jeder Motor hat hier wirklich eine eigene Funktion. Wir haben sogar zwei M-Motoren, die dann hier jeweils auf einen Aktuator gehen. Das heißt, die Schildneigung wird sogar durch zwei Motoren gesteuert. Das hier läuft jetzt auch über einen L-Motor. Und wenn ich jetzt hier das zu weit rauslasse, so, jetzt ist es raus. Ihr seht, auch wenn ich hier gedrückt halte, er zieht die nicht mehr mit rein. Da fehlt quasi zum Schluss beim Gewinde genau eine Umdrehung, damit es wieder von selbst reingeht. Das finde ich schade. Happy Build oder GoBrick sollte da definitiv noch nachbessern. Aber wenn ich mal kurz antippe, geht es eigentlich wieder. Was mich auch hier überrascht hat, ist die Klemmkraft. Das Ganze ist, das seht ihr hier, Brick Build. Dieser Heckaufreißer ist komplett Brick Build. Das sind Dachsteine. Ich habe mir, sobald ich das Modell bekommen habe, ich habe mir gedacht, das brauche ich nur einmal runterfahren und danach habe ich alle Teile hier verstreut am Tisch liegen. Der bockt sich auf. Der bockt sich wirklich auf. Hier hinten die Dachsteine, da geht nichts runter. Das sitzt wie zusammengenagelt. Das ist Wahnsinn. Also Klemmkraft 1A, oft schon fast zu gut, was 3er-Pins angeht, aber groß und ganzen klappt es. Ein Thema habe ich hier noch. Und zwar ist das hier leider nicht gegengesichert. Das heißt, was meine ich? Ich kann das hier quasi rausnehmen und habe den mehr oder weniger in der Hand. Ich würde euch hier empfehlen, nehmt die Achse, die nächstlängere Achse. Das hier sind, was sind sie? Ich glaube, das ist eine 9er Achse oder so. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, 2, 3, 5, 7er Achse, so, pardon. Nehmt da dann die 9er. Und nehmt noch diese einmal zweier Liftarme, einmal Pinaufnahme, einmal Kreuzaufnahme. Nehmt dann auf jeder Seite noch einen schwarzen Zweierpin in die Pinaufnahme und die Achse kommt dann in die Kreuzaufnahme. Damit ist das gegengesichert und fällt auch nicht mehr raus. Ich zeige euch hier mal, was ich meine. Oder ihr sucht euch auch eine Möglichkeit, wie ihr die beiden Liftarme noch durch einen unterliegenden Liftarm verbinden könnt. Erfüllt denselben Zweck. Das ist jedenfalls nur als Verbesserungstipp von mir, kann ich wirklich empfehlen. Ebenfalls empfehlen kann ich, und dazu switche ich jetzt mal auf den nächsten Kanal. So, ich muss, glaube ich, das hier wieder umdrehen. Genau. Also abgesehen davon, dass das noch richtig cool ist, wie dieses Ding hier bei einem über den Tisch knattert, das ich liebe es. Hammer. Es ist jetzt ein bisschen arg glatt hier auf dem Tisch, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Viele haben vielleicht schon, viele von euch haben vielleicht schon Reviews gesehen, wo der so ein bisschen nach vorne kippt. Das tut der jetzt nicht, und zwar aus dem folgenden Grund. Wenn ich das hochhebe, seht ihr hier diese gelben Teile. Auf diesen gelben Teilen sitzen Achsen und Rollen, auf denen dann die Kette verläuft. Der vordere wäre hier eigentlich in der Mitte. Ich habe den auf beiden Seiten nach vorne gesetzt, damit kippt es nicht mehr.
Also sonst wird es ständig so nach vorne kippeln. Das funktioniert dadurch jetzt nicht mehr. Das heißt, das Problem ist behoben. Würde ich auch euch so empfehlen, wenn euch das Modell holt. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, Link unten in der Videobeschreibung. Natürlich absolut kein Zwang. Schaut da vorbei, wo ihr Lust habt. Das würde ich euch aber empfehlen, dass ihr das einfach ausbessert. Es trübt sonst ein bisschen den Fahrspaß. Das Ding ist auch akzeptabel schnell, würde ich sagen. Es ist jetzt sehr glatt. Auf gerollten, auf bisschen rauerem Untergrund wird es jetzt ein bisschen besser gehen. Aber auch so rollt das Ding eigentlich ganz gut. Und jetzt schauen wir uns die letzte Funktion an, und zwar die Schildfunktion. Zum einen können wir es neigen. Geht wunderbar. Und dann können wir es noch in der Höhe verstellen. Natürlich auch beides zeitgleich. Wenn ich das jetzt mal runterlasse, bisschen hoch noch wieder, dafür noch etwas nach vorne, kann ich jetzt hier wieder auf den nächsten Kanal schalten und kann damit dann ein bisschen Geröll wegschaffen. Ich habe jetzt hier auch nur, ja gut, ich hätte es auspacken können auch noch, aber einfach nur zur Idee. Er schiebt Geröll weg. Ist übrigens die Tüte, die beim Liebherr noch dabei ist, 42100 von Lego, verlinke ich auch oben im Review. So viel mal dazu. Das sind die Funktionen und die erfüllen wunderbar ihren Zweck. Und wenn wir uns ehrlich sind, also 7 Motoren sind insgesamt drinnen. 5 L-Motoren, 2 M-Motoren, dann 2 Akkuboxen, haptische Fernbedienung, nochmal 1900 Teile mit extrem guter Klemmkraft. Für 160 Euro plus minus ein paar, je nach Anbieter, ist das echt ein super, super Set. Wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss. Es baut sich auch wirklich wie ein Mock. Also es ist nicht wie ein normales konstruiertes Set eines Herstellers wie Lego oder wie Kara. Es ist wirklich ein Mock. Das merkt man. Das merkt man in den Bautechniken. Das merkt man gerade hier hinten eben. Und das merkt man auch hier vorne bei den Teilen unten. Das ist einfach so, wie der Mocker sich das gedacht hat. Ich würde es euch einfach empfehlen, baut das so ein bisschen um, wie ich es euch vielleicht gerade gezeigt habe. Hier vorne, das Schild ist schon mal riesig, natürlich das von Lego wird noch größer. Und jetzt sind wir natürlich auch bei der Frage, kann man es empfehlen, das Set als Alternative zum neuen Lego Technik Bulldozer? Ich würde sagen ja, auch wenn es Schwächen hat, in meinen Augen ist die größte Schwäche, das Kratzer auf den Teilen sind. Ich glaube, wir probieren es so rum. Je nachdem, wie stark ihr darauf achtet, ja, also ob Kratzer für euch eher nebensächlich sind, Hauptsache das Modell funktioniert und sieht im Allgemeinen gut aus, oder ob ihr da eher sehr kritisch seid, das müsst ihr für euch entscheiden. Aber im Großen und Ganzen, ich sag das Wort heute ziemlich oft oder die Phrase im Großen und Ganzen, kann ich es wirklich empfehlen, vor allem als Alternative zum Cat Bulldozer. Optik und so natürlich absolut subjektiv, wenn es euch nicht anspricht, optisch braucht es euch nicht holen, ganz klar. Mir gefällt es optisch, ich finde es gut und ich hoffe, wenn ich den Bulldozer habe, kann ich das auch mal vergleichen hier mit dem Set hier und dann schauen wir uns an, welches im Test dann eigentlich besser performt. Aber ansonsten, ich denke, ich habe nichts vergessen. Falls doch, mache ich ein Update-Video dazu. Schreibt gerne unten in die Kommentare eure Meinung hier zu diesem Set, ob ihr vielleicht schon mal was von Happy Build ausprobiert habt. Ist jetzt, wie gesagt, mein erstes Set. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Falls ihr nun mehr Videos sehen möchtet noch zu alternativen Herstellern, verlinke ich euch hier die Playlist zu Kada. Da habe ich ein paar Modelle euch schon gezeigt. Schaut da gerne mal rein. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute bei euch. Ich wünsche euch alles Gute. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder mit rein. Macht's gut und tschüss. Euer Luca aka Harald von Brick-A-Brack. Ciao.